1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Live Telefon Talkshow. Ihr könnt anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Britta. Ist so, ne? Hallo. Hallo. 25 Jahre alt. Genau. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe seit Silvester ein Verhältnis mit dem Freund von einer guten Freundin. Mit dem Freund der guten Freundin? Mit dem Mann, also mit dem Ehemann vielmehr. Mit dem Ehemann? Ja. Einer guten Freundin? Ja. Ja. Und irgendwie, das läuft jetzt halt seit Silvester und so. Ich bin, also wir sind auch völlig ineinander verliebt irgendwie. Mhm. Und er sagt auch, dass er eigentlich unglücklich ist mit ihr und nicht zufrieden und dass sie ihm nicht das gibt, was er braucht. Und aber irgendwie scheint er sich auch zu keiner Entscheidung durchringen zu können, was er eigentlich will und was er nicht will. So, und wie lange sind die schon ein Paar? Wie lange sind die zusammen? Ach, schon einige Jahre. Einige Jahre. Gibt's Kinder? Nein. Nein. Mhm. Du bist aber alleine, ich frag's nur mal so. Ich bin alleine, ja. Nicht, dass du auch noch verheiratet bist, nein, mit vier Kindern oder so? Nein, um Gottes Willen. Bin ich nicht. Ja. Schon so kompliziert genug. Ja, allerdings. Ist das von deiner Seite aus auch schon eher eine tiefe Verliebtheit, die sich da angebahnt hat? Ja, das kam so schleichend. Das war am Anfang eigentlich mehr so, sag ich mal, mal eine nette Abwechslung. Ja. So, sag ich mal, ja. Irgendwie so mit der Zeit. Also es wurden immer, es ist ja nicht nur so, dass wir miteinander ins Bett gehen. Das ist auch, dass wir reden. Wir reden unendlich viel miteinander und wir verstehen uns einfach super. Also wenn ihr euch trefft, das ist ja meistens üblich bei solchen Verhältnissen. Es geht nicht unbedingt gleich in die Kiste. Nein. Sondern man quatscht auch. Es gibt auch einfach Abende, wo wir einfach nur hier sitzen und vielleicht ein bisschen kuscheln, aber einfach auch nur reden. Ja. Wie oft seht ihr euch? Das ist ganz unterschiedlich. Mal zwei, dreimal die Woche, manchmal auch gar nicht, weil er auch beruflich viel unterwegs ist. Ja, aber völlig geheim, es weiß niemand. Meine beste Freundin weiß es ja. Die weiß es. Ja, sonst weiß es niemand. Ja, wie stellt er denn jetzt so seine Gefühle dir gegenüber dar? Also er ist eigentlich ein sehr verschlossener Typ. Also es hat schon ganz lange gedauert, bis er mir irgendwann mal gesagt hat, dass er eigentlich in mich verliebt ist. Und er sagt auch selber, er kann auch nicht aus, also er kann nicht so aus sich rauskommen und es fällt ihm alles sehr schwer und. Was wäre denn dein Traum? Mein Traum wäre, dass er geht und zu mir kommt. Ja, dass ihr wirklich zusammen seid und richtig Paar seid. Genau. Ja. Nur halt im Prinzip sehe ich im Moment die Möglichkeit einfach nicht, dass irgendwie, ich will ihm auch keine Pistole auf die Brust setzen, weil so wie ich ihn kenne, ist er so ein Typ, sobald er Druck bekommt, ja, aber das ist natürlich bei solchen Fällen immer die Frage, wie lange lässt man es so laufen? Ja, eben. Und ich meine, das ist ja auch schon eine ganze Weile, ist ja fast bald ein Jahr, ne? Eben, das ist ja nicht einfach nur so eine billige Affäre, sag ich mal. Ja, genau. Und ab wann signalisiert man so der anderen Person, also pass mal auf, ich habe dann doch auch ernstes Interesse und möchte nicht immer das fünfte Rad am Wagen sein. Genau. Schwierige Frage. Das ist die Frage. Aber ich finde ja, dass man... also dass die Zeit ja schon so sich entwickelt hat bei dir, dass du bald in diese Richtung dich entwickeln könntest, nämlich ein bisschen Druck zu machen. Was heißt Druck machen? Du sagst einfach deine Befindlichkeiten. Und wenn man das dann als Druck empfindet, nun gut, dann ist es halt Druck. Mhm. Aber es ist doch auch normal. Entscheidend ist, wenn er sagt, er ist auch in dich verliebt. Ja, und du bist es auch. Und er ist unzufrieden in seiner Ehe. Ja. So, dann ist er natürlich irgendwann am Zug, eine Entscheidung zu treffen, ne? Irgendwie. Ja, das sehe ich auch so. Und ich habe auch, ich bin auch völlig verwirrt und ich weiß auch eigentlich so überhaupt nicht. Also ich bin so vor ein paar Tagen drauf und dran gewesen, einfach zu sagen, so, jetzt setz hier hin, jetzt will ich dir alles sagen, was im Kopf rumschwirrt und dann sag was dazu. Aber da bin ich auch schon wieder völlig von ab, weil ich mich nicht traue. Mhm. Was wäre das denn? Ich will dir alles sagen, was mir im Kopf rumschwirrt. Ja, also er weiß, dass ich in ihn verliebt bin und was er für mich ist, das weiß er, also das sage ich ihm auch. Und das ist auch völlig okay, das findet er auch nicht schlimm. Mhm. Und ich habe ihm noch nie wirklich gesagt, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass wir auch wirklich offiziell zusammen sind. Du sag ihm das doch mal, das kannst du auch sagen. Du machst das Schrittchen für Schrittchen. Ja. Dieses ist doch okay zu sagen, wenn du formulierst, dass du dir eigentlich das auch vorstellen kannst, mit ihm richtig zusammen zu sein. Mal sehen, wie er reagiert. Vielleicht gibt ihm das aber auch einen Impuls, sich zu dir zu entwickeln oder zumindest sich irgendwie zu bewegen, in welche Richtung auch immer.
Ja, ich habe auch schon darüber nachgedacht, ob er vielleicht auch einfach nicht weiß, weil ich mich noch nie so wirklich geäußert habe. Eben, vielleicht weiß er gar nicht ganz genau, woran er bei dir ist. Ja. Also mach erst mal den Mund auf. Aber mach ihn auf. Das ist ja noch kein Druck machen, sondern das ist ja erstmal ein auf den Tisch legen des Herzens, der Gefühle. Ja. Und dann musst du weitersehen. Aber lass das nicht zu lange laufen. Ich habe ja in dieser Sendung schon mit Leuten gesprochen, die solche Verhältnisse lange Jahre hatten. Ja, und dann nicht mehr rauskommen, dann ist es wirklich fürchterlich. Ja, ich hatte das letztens irgendwie mitgekriegt, das eine auch schon so lange, und dann dachte ich auch, oh Gott, hoffentlich passiert dir das nicht. Nee, das darf dir nicht passieren. So, nee, das möchte ich auch nicht. Der nächste Schritt ist, dass du ihm dieses sagst, dass du dir das eigentlich gut vorstellen könntest, richtig mit ihm zu leben. Mhm. Und da ist es ja auch interessant für dich, darauf zu achten, wie er da reagiert. Vielleicht freut er sich ja sogar. Vielleicht macht es ihm auch Angst, ich weiß es nicht. Aber das musst du halt riskieren. So musst du jetzt Schritt für Schritt vorgehen. Ja, also ich habe auch keinen Bock mehr, einfach noch länger so die Zweitfrau zu spielen. Ja. Das nervt mich auch einfach, weil ich wollte mein Leben nicht damit verschwenden, immer im Schatten von einer anderen Frau zu stehen. So will ich hören, Britta. Also, du gehst jetzt ein bisschen voran demnächst. Ja, mache ich. Abgemacht? Abgemacht. Toi, toi, toi. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer, die ist kostenfrei für euch. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, dann ruft an. Oder faxt mir unter 0800 220 50 51 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Jetzt ist der Rudi hier und Rudi ist 57. Hallo, ja. Hallo, Rudi. Ja, guten Abend. Ja, guten Abend. Um was geht's bei dir? Ja, also ich rufe eigentlich noch so im Nachgang zu gestern Abend an. Gestern hatten wir Geschichten rund um den Bauch. Ging es ja um Probleme mit dem Bauch, ja. Und im konkreten Fall sind es bei mir Probleme mit dem Darm. Ja. Und ganz konkret sind es massive Stuhlgangprobleme. Aha. Das ist eine ganz schlimme Geschichte eigentlich. Bin auch froh, dass ich mal drüber sprechen kann. Mhm. Ganz konkret so, ich habe also so eine Stuhlgangfrequenz von manchmal 20 bis 30 Mal am Tag. Das heißt, ich muss 20 bis 30 Mal am Tag zur Toilette gehen. Und das Problem ist, dass das dann immer halt nur ganz geringe Portionen sind. Ja. Ist das dünnflüssig? Nein. Nein, ganz, ganz normal, aber... Die Konsistenz ist also relativ normal, ja. Bis 20 Mal am Tag? Ja. Sag mal. 30 Mal. Unter uns, da muss einem der Po doch wehtun. Ja, das ist nämlich das Problem. So ab dem vierten, fünften Mal... brennt das ganz, ganz enorm weh. Ja, das kennt man ja, wenn man schon mal Durchfall erkrankt ist. So ist es. Irgendwann ist es, brennt es und tut weh und sticht und weiß ich was alles. Genau. Wie lange hast du das schon? Ja, genau 2 Jahre. Ja. Das ist die Spätfolge einer Darmkrebsoperation, ja. Die jetzt so 2 Jahre etwa zurückliegt. Ja. Das lief im Grunde ganz gut. Der Tumor kam weg, war noch relativ früh, im Frühstadium. Das heißt, Krebs, na, geheilt kann man nicht sagen nach 2 Jahren, aber es ist im Griff im Moment. Ja, ja. So sieht's aus, ja. Ne? Nach allen Informationen, die ich habe. Ja. Dann wurde bei dieser Erstoperation ein künstlicher Darmausgang gelegt und der wurde nach 3 Monaten wieder zurückverlegt. Ja. Ich war also sehr froh drum, bin auch den Ärzten dankbar, dass der Schließmuskel erhalten werden konnte. Ja. Und dann ging es aber direkt los. Also aber da musst du doch seit 2 Jahren quasi oder seit 1,5 Jahren permanent eine Entzündung im Enddarmbereich haben. Ja, das stimmt. Allerdings habe ich dann ab und zu mal so 1-2 Tage Ruhe. Mhm. Das läuft dann so, dass ich dann so gut wie nichts esse. Ach so. Und wenn nichts im Darm drin ist. Gut, dann ist dann natürlich klar. Kommt halt auch nichts hin raus. Was wäre denn, du sagst, das sind nur Kleinstportionen, die du dann ausscheidest. Ja. Wenn du dich zwingen würdest, nicht aufs Klo zu gehen, das zurückzuhalten, geht das gar nicht? Das würde nicht funktionieren, weil der Stuhlgang sehr, sehr groß ist. Verstehe. Hast du mit deinen Ärzten darüber gesprochen? Ja, das ist halt eine Sache, die ziemlich traurig gelaufen ist. Ich mache niemanden Vorwurf, aber ich war bei insgesamt 10 Ärzten bisher schon. Ja. Und es konnte mir niemand helfen. Zum Teil wurde da auch eine ziemlich umfangreiche Diagnostik veranstaltet. Mhm. Ich weiß ja, dass du immer gern auch dich selbst informierst und die Menschen informierst, die zuschauen und zuhören. Ja. Defekografie, sagt dir das was? Nee. Das ist also zum Teil auch ein ziemliches Problem fürs Schamgefühl. Du kriegst also eine Lösung verabreicht, die dafür sorgt, dass der Stuhlgang sehr flüssig wird und dann auch ausgeschieden wird und wirst auf unter Beobachtung mehrerer, in meinem Fall auch Damen, also weiblichen Personals, was die Sache nicht gerade leicht gemacht hat,
wirst also auf einen Klobecken gesetzt. Ja. Und dann wird in dem Moment, wo die Ausscheidung erfolgt, wird das Ganze dann bildlich dargestellt. Also gerönt. So. Auch das hat nichts erbracht. Also so, das machen die, um genau zu sehen, was bewegt sich da und was geht da vor sich. Und los so. Ist, ja. Ach nee, das habe ich noch nie gehört. Und dann sitzt man da auf so einem Klosett und wird da mit Kameras und weiß ich genau beguckt, was da rauskommt. Seiten, ja, das ist nicht schön. Ja. Das ist wirklich nicht schön. Und wenn dann noch mehrere Leute dabei sind und ja. Aber es hat nichts gebracht. Vermutest du denn, dass da vielleicht ein Kunstfehler vorliegt? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nee, ich habe mir ab und zu mal so vorgestellt, dass bei der Operation, bei der ersten damals, die ganzen Gedärme, die ja dann raus mussten und dann auf den OP-Tisch gelegt worden sind, dass die dann wieder falsch einsortiert worden sind, sage ich mal so ganz salopp. Ja, ja. Und habe auch den Operateur, der das damals gemacht hat, danach befragt, aber der sagt, nee, das wäre alles korrekt verlaufen. Aber den Ärzten ist eine solche Nachwirkung von einer Krebsoperation nicht bekannt. So wie du es jetzt geschildert hast bei dir. In einem einzigen Fall. Zu Beginn war es ein absolutes Rätsel. Ich habe Ärzte noch nie so hilflos und ratlos gesehen, wie in meinem Fall. Das sieht man ja. Also jetzt nicht, der Chefarzt mit dem Oberarzt bespricht und sich keinen Reim machen kann. Und beim nächsten Mal, so ein halbes Jahr später, kam dann wirklich dieser selbe Arzt nochmal an und sagt, er hat jetzt einen ähnlichen Fall. Und bei dem Patienten ist es aber in der Zwischenzeit schon wieder normalisiert. Und da hatte ich Hoffnung gehabt, dass es bei mir auch so läuft. Ja. Ist es denn bei dir so, dass das innerhalb dieser anderthalb Jahre, zwei Jahre, ist es konstant, ist es schlimmer geworden? Es ist haargenau gleich geblieben. Es ist haargenau gleich geblieben. Ja, nicht besser und nicht schlechter. Was machst du gegen diese permanenten Entzündungen? Da gibt es dann Medikamente irgendwie. Kann man nicht allzu viel machen. Ja. Es gibt Medikamente, die aber nur eine begrenzte Wirkung haben und die Schmerzen sind so stark, dass auch ganz, ganz starke Schmerztröpfchen, die also so schon so knapp unterhalb vom Morphium sind, wie mir der Arzt da erklärt hat. So stark schmerzt das? Auch nicht viel helfen. So. Das ist ja fatal. Man hat ja den Krebs wegoperiert und darüber kann man glücklich sein und froh sein. Und dann hast du jetzt sowas, was eigentlich harmlos ist, aber doch die Lebensqualität enorm einschränkt sicherlich. Ne? Ich komme eigentlich nirgends mehr hin. Ja. Das heißt, du bist ja gebunden an zu Hause. Ja. Wie ist es denn so eigentlich mit dem Essen? Achtest du da auch drauf, dass du dann zumindest dann noch Sachen nicht isst, die noch treibend wirken? Das ist eine ganz, ganz häufig gestellte Frage von Leuten, die es gut mit mir meinen. Leider Gottes ist überhaupt keine Korrelation herzustellen zwischen dem, was ich esse und dem Zustand, wie es mir geht. Ich habe da auch von verschiedenen Ärzten ganz verschiedene Tipps bekommen. Also ganz konkret, der eine sagt Vollkornbrot nein und der andere sagt Vollkornbrot ja. Also ich würde jetzt als Laie denken, vielleicht sollte der ein bisschen so Sachen essen, die eher etwas stopfen, damit es eben nicht so seinen Gang geht durch den Darm. Habe ich auch schon versucht. Aber es nutzt nichts. Aber das ist dann hält dann mal einen Tag und an dem zweiten Tag ist es umso schlimmer dann. Hast du nicht mal im Internet kundig gemacht, ob es vielleicht andere Patienten gibt, die Ähnliches erlebt haben? Oder? Im Internet noch nicht. Ja? Nee. Also vielleicht hört uns ja jemand zu, der das auch hat und der vielleicht einen Tipp für dich hat. Das ist meine große Hoffnung. Ja, würden wir natürlich gerne weiterreichen an dich, Rudi, wirklich. Also sowohl Leidensgefährten, Patienten und was ein Glücksfall wäre, auch vielleicht der eine oder andere Arzt, der da Erfahrungen hat. Und irgendeine Idee hat, was man da tun könnte. Eine Frage noch, du sagst, bist du 20 Mal am Tag zur Toilette? Ja. Hast du in der Nacht wenigstens Ruhe? Leider nein. Nachts auch noch? Ich fühle mich also regelmäßig um den Schlaf gebracht. Wie viel mal musst du nachts raus? Das geht dann auch sehr stark ans Nervenkostüm. Ja, das ist klar. Sodass also dann die Zeit, wo es mir besser geht, wo also der Darm leer ist, im Grund überlagert wird von ziemlich starken Depressionen, die halt durch diese körperliche Situation ausgelöst werden. Wie oft musst du nachts raus? Doch schon auch 4, 5, 6 Mal. Das ist wirklich sehr belastend, glaube ich. Lebst du alleine oder bist du verheiratet? Nee, ich bin verheiratet. Ja. Ist für deine Frau auch belastend? Ja, aber die trägt das mit großer Geduld. Ja, Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank. Also Rudi, wenn jemand sich angesprochen gefühlt hat oder irgendwie eine Idee hat, einen Tipp hat, bitte an uns mailen am besten, domian@wdr.de oder schreiben WDR 1 Live Domian, Postfach 50600 Köln oder anrufen. Am besten aber schreiben oder mailen oder faxen. Ich wünsche dir alles Gute, Rudi. Und wenn irgendwas kommt, mein Wort, es wird sofort weitergeleitet an dich. Prima, herzlichen Dank. Alles Gute. Danke. Tschüss. Rainer, 34. Nee, 10 Jahre habe ich ihn jetzt jünger gemacht, fast 10 Jahre. 43 ist er, hallo.
Ja, hallo. Ja. Hallo Rainer. Ja, ich bin mega nervös und aufgeregt im Moment. Macht nichts. Aber die Leitung klingt auch nicht sehr dolle. Bitte? Ich sag, die Leitung ist auch nicht so gut, aber wir versuchen das mal. Um was geht's denn? Weswegen hast du angerufen? Ja, es geht um die schöne Liebe. Um die schöne Liebe? Ja. Aha. Ich hab im Videotext habe ich einen Gesprächspartner gesucht. Ja. Und hab dann gedacht, ach, bringt sowieso nichts. Eine SMS kannst du noch hinschicken zum Videotext und dann kriegte ich auf einmal eine Mail, ja. Eine SMS. Eine SMS, und ja. Dann haben wir erst noch ein bisschen getextet. Ja. Und dann schrieb sie mir, ob sie mich mal anrufen dürfte. Eine sehr vernünftige Idee, da muss man nicht mehr blöd da rumsitzen und drücken auf die kleinen Tasten. Ja, richtig, ja. Richtig. Ja, auf jeden Fall habe ich eigentlich nicht mit gerechnet, dass da jemand anruft und dann klingelte das Telefon. Und tatsächlich war sie dran. Und tatsächlich war sie dran. Ja. Und wie war sie am Telefon? Also eine schöne Stimme. Ja. Also und jetzt seid ihr euch per Telefon schon etwas näher gekommen. Ja. Wie lange läuft das jetzt, dieser Telefonkontakt? Ich glaube 3 Wochen. Ja. Ja, also ich hatte Urlaub gehabt und ich besuchte einfach einen Gesprächspartner. Ich hatte im letztes Jahr Dezember meine Frau verlassen und ja. Ja, Leben war für mich nicht mehr lebenswert. Und ja. Auf jeden Fall haben wir dann die ganze Nacht telefoniert. Die ganze Nacht bis morgens ja. Um 5:30, glaube ich. Du hast gerade gesagt, ich habe meine Frau verlassen, das Leben war nicht lebenswert. Ist da irgendwas Besonderes vorgefallen oder war es so der übliche Schmerz, wenn man jemanden verlässt? Nein. Bei mir lag das schon ein bisschen so, dass ich aus Not meine Frau verlassen habe, weil ich wollte mir das Leben nehmen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, weil ich bei der Frau unterdrückt worden bin und geschlagen worden bin. Unterdrückt und geschlagen von der Frau? Ja. Und wie, sehr schlimm geschlagen worden? Ja. Hier und da und ja, wenn ich meine eigene Meinung vertreten habe, dann... Wie dann schon? Dann hat sie ja. Also wenn du eine andere Meinung hast als sie, dann hat sie dir eine gescheuert, oder wie? Ja, so. Wie lange ging das denn? Bitte? Wie lange ging das? Ja, ich bin 16 Jahre mit ihr verheiratet. 16 Jahre? Und hat die 16 Jahre zugelangt? Nein, das wurde eigentlich erst schlimmer so in den letzten paar Jahren. Aber immerhin, also, ein paar Jahre hat es dann gedauert. Aber sonst, früher hat sie mal nur gekniffen oder mich gestoßen und dergleichen. Hat sie irgendwann mal so fest zugeschlagen, dass du verletzt warst? Nein, einmal habe ich wohl ein Messer im Arm gekriegt. Und ach so. Ach so, das ist für dich noch eine Kleinigkeit gewesen, ein Messer im Arm. Ja, heute betrachtet... Hör mal, ja. Was hast du denn, wie reagiert man als Mann denn auf so etwas, wenn man von der Frau über Jahre geschlagen wird und die Frau einem sogar ein Messer in den Arm rammt? Wie hast du dich da verhalten? Ja, ich bin immer ängstlicher geworden. Ich habe mich immer mehr zurückgezogen. Gewehrt hast du dich nie? Nein. Warum nicht? Wie sollte ich mich wehren? Ich weiß es nicht. War die Frau dir körperlich sehr überlegen? Schwer zu sagen, aber man schlägt doch keine Frau. Nee, ich plädiere auch nicht dafür, wenn ich die Frage stelle, aber ich stelle die Frage, weil das sicher eine übliche Reaktion von vielen anderen Männern wäre, die dann entweder sofort gegangen wären oder eventuell dann auch zurückgewalttätig geworden wären. Aber ja. Du sagst, du hast eine sehr ehrenwerte Meinung, man schlägt keine Frau, das sehe ich auch so. Ich sehe es noch umfassender, man schlägt keinen Menschen. Warum hast du das denn so viele Jahre dann noch bei dir ausgehalten? Ja, sie hat es irgendwie so geschafft, dass ich mich von ihr abhängig gefühlt habe. Ja. Mhm. Ja, und dann den Absprung, war das nicht sehr schwierig? Hat sie dich nicht versucht zu halten und hat sie dich nicht unter Druck gesetzt? Ich bin der über Nacht- und Nebelaktion bin ich abgehauen. Ach so. Und ich bin heimlich. Ich bin ganz normal, als wenn ich zur Arbeit fahren wollte, weggefahren und wusste dann und dann geht sie ihrer Tätigkeit nach. Ja.
und bin dann zurückgekommen und habe das Nötigste zusammengepackt und bin dann abgehauen. Seid ihr jetzt geschieden schon? Nein, nein. Das noch nicht. Nein. Hast du jetzt im Nachhinein nochmal irgendwie Kontakt mit ihr gehabt, telefonisch oder so? Nein, dafür ist meine Angst auch zu groß gewesen. Das heißt, seitdem ist Sendepause, gar nichts zwischen euch? Richtig. Du weißt überhaupt nicht, wie die reagiert hat und ob die getobt hat wie ein Tier oder so, weißt du alles nicht? Doch, das weiß ich wohl, weil ich hatte auch noch Bekannte, die auch nicht sehr gut auf meine Frau zu sprechen sind. Ja. Eben, weil sie mich lange Jahre so behandelt hat. Mhm. Und die haben dir das erzählt? Die haben mir das dann erzählt. Habt ihr noch Kinder? Ja, wir haben ein Kind bei mir zusammen. Wie alt ist das? Der ist jetzt 16. Der lebt also noch bei der Mutter? Ja, die. Die lebt bei der Mutter? Ja, die lebt bei der Mutter. Das ist, für dich ist auch traurig, dass du dann keinen Kontakt zu deiner Tochter hast, ne? Ja, ich leide da ziemlich sehr drunter. Und das Kind, das ist eine erwachsene junge Frau fast, die hat das dann auch immer mitbekommen, wenn die Mutter den Vater geschlagen hat? Nein, nein. Ich muss dabei sagen, unsere Tochter, die ist behindert, geht in eine Behindertenschule und kommt erst um 4 Uhr nach Hause. Ach so. Von daher hat sie so gut wie nichts mitgekriegt. Also, hast du eine wirklich üble Zeit hinter dir? Das kann man, glaube ich, jetzt aufgrund dessen, was du erzählt hast, ermessen. Jetzt zurück zum Stück. Da hast du eine Frau kennengelernt. Hast mit der telefoniert, seit drei Wochen lang telefoniert. Ja, wir telefonieren regelmäßig. Wie ist der Stand der Dinge im Moment, heute? Ja, wir wollen uns nächsten Montag treffen, auf einem halben Wege. Ah ja, wie weit wohnt ihr auseinander? Ach, nur 600 Kilometer. Ach, nur 600 Kilometer. Naja, ja, was sind Kilometer im Gegensatz zu Liebe? Das ist ein Wort. Das ist wirklich ein Wort. Ja, also. Ja. Also, am Telefon lief es gut. Und du hast den Eindruck, das ist eine gute Frau, ein guter Typ. Also vom Charakter her. Ja. Ja. Habt ihr also, wir können, das ist das Komische, ich kann mit ihr über alles reden. Ich kann mit ihr über Dinge reden, die ich noch nicht mal mit meiner Therapeutin reden kann. Also Unterschied zwischen Tag und Nacht, wenn man das vergleicht deiner Ex, mit der Ehefrau? Auf jeden Fall. Überhaupt gar kein Vergleich wahrscheinlich? Nein, nein. Und habt ihr euch Fotos ausgetauscht schon? Nein. Wir wissen nicht, wie wir aussehen. Also umso spannender am Montag, ne? Ja. Und die Befürchtung hatte sie ja auch schon geäußert, wenn ich ihr nicht gefalle. Weißt du, Jürgen, das ist so, ich sehe das so, was ist das Aussehen? Das Aussehen ist eine Fassade. Ja. Na, das Innere, das ist wichtig. Letztendlich hast du völlig recht, aber in unserer beschissenen, auf Äußerlichkeiten ausorientierten Welt, in der wir leben, und es wird ja immer schlimmer, hat das so ein großes Gewicht, diese Fassade. Ich finde das auch sehr traurig, ich finde es auch sehr schlimm. Aber du hast völlig recht. Ja, also mir ist egal, wie die Frau aussieht, ich liebe den Menschen, nicht das Äußere. Die Frau ist aber auch ungebunden, hoffe ich. Ja, die ist auch ungebunden. In deinem Alter ungefähr? Ja, ein Jahr jünger. Ja. So, jetzt trefft ihr euch in der Mitte irgendwo auf der Autobahn oder wie wollt ihr? Ja, du hast genau auf der Autobahn. Wie spannend. Vor allem, wenn man so eine finstere Zeit hinter sich hat, dann könnte man ja fast schon so auf dem Trip sein, ich will mit Frauen überhaupt nichts mehr zu tun haben, nach den Erfahrungen. Auf den Trip war ich. Mhm. Ich war wirklich auf den Trip. Aber gut, dass du dich jetzt korrigiert hast. Ich habe auch, nachdem habe ich auch noch 10 Therapie gemacht in einer Klinik, weil bei mir kommt noch hinzu, dass ich die Arme aufgeschnitten habe. Und die Frau, die hat es wirklich geschafft, dass ich seitdem ich sie kenne, nicht einen Schnitt dabei gekriegt habe. Perfekt. So, jetzt werden wir alle am Montag an euch denken, wenn ihr euch irgendwo in der Mitte trefft in Deutschland. Um wie viel Uhr wird das ungefähr sein? Morgens um 8 Uhr wollen wir uns treffen. So früh schon, dann müsst ihr aber früh losfahren in der Nacht. Ja. Und ich kann es gar nicht abmachen. Und wie viele Stunden wollt ihr verbringen miteinander? Ist das schon geplant oder mal sehen, wie es sich so ergibt? Ich denke mal, dass wir den ganzen Tag zusammen sein werden. Na super. Also, ich und wir denken an euch am Montag
Und ich drücke dir die Daumen, dass das weiterhin gut ist, dass ihr euch gefallen werdet und dass du endlich jetzt mal deine glückliche Zeit hast nach der Hölle, die du hinter dir hast. Ja, darf ich noch mal meine Freundin grüßen? Klar, darfst du. Marion, ich wollte dir nur sagen, ich liebe dich über alles. Das ist sehr lieb von dir. Und ich hoffe, dass Marion auch zuschaut oder zuhört. Ja, ich weiß es nicht genau, ob sie die Zeit hat jetzt. Aber vielleicht hoffen wir es mal. Ja, ich hoffe es auch. Lieber Rainer, alles Gute und toi, toi, toi. Ja, und noch einen schönen Gruß an dein Team und ihr seid große Klasse. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Der Kai ist jetzt hier bei mir und der ist 26. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Und zwar geht es bei mir darum, ich bin Liebe. Ich verstehe nichts. Die Leitung ist ganz schlecht, Kai. Geh mal irgendwie ans Fenster bei dir. Ich glaube, es ist ein Empfangsproblem. Ja, besser? Ja, ich glaube, es klingt schon reiner und sauberer. Also, ich habe es nicht verstanden. Ich bin ein und dann war die Leitung weg. Ja, ich bin verliebt in die Freundin von meiner Frau, die beste Freundin. Ach du je. Ja. Das ist immer so kompliziert, solche Sachen. Richtig, und das geht jetzt seit einem halben Jahr so. In die Freundin der, in die beste Freundin der Frau. Ja. Wie lange bist du verheiratet schon mit deiner Liebsten? Seit 5 Jahren. 5 Jahre, habt ihr aber früh angefangen. Ja, ich bin, ja, 8 Jahre bin ich jetzt mit dir zusammen. Ach so, ist das so eine Jugendliebe quasi dann? Ja, es ist eine Jugendliebe. Ja, meine zweite große Liebe und dann volljährig fast und dann, und dann geheiratet. Sofort in den Hafen der Ehe eingefahren. Mit Kindern mittlerweile? Eins haben wir, ja. Auch ein Kind, wie alt ist das? Das ist jetzt 2 Jahre. So, jetzt seit einem halben Jahr in die beste Freundin der Frau. Richtig. Wie hat sich das denn ergeben? Ja, so, es ist halt so, dass es bei mir und meiner jetzt noch Frau seit 2 Jahren schon kriselt. Ah ja. Es gibt überwiegend nur noch Streit. Mhm. Auch so wie mein Vorgänger halt mit Gewalt übergriffen von meiner Frau. Auch eine schlagende Frau? Nicht direkt schlagend. Also sie schubst gerne, sie stand auch schon mal mit dem Messer vor mir. Mhm. Hat aber nur angedeutet. Und halt auch, dass wenn ich sie verlassen würde, sie bringt sich um und versucht mich damit halt auch immer unter Druck zu setzen. Ja, was ganz Schlimmes, wo ich immer so einen Hals kriege, wenn Leute das sagen, als ob man damit etwas retten kann und als ob man mit so einer dämlichen Aussage die Liebe wieder installieren könnte, wenn sie denn weg ist. Also ich muss dazu sagen, sie hat es 3-mal versucht. Sich umzubringen? Ja. Eine tolle Mutter, wenn auch noch ein kleines Kind da ist. Ja, also der Kleine hat zum Glück nie was davon mitgekriegt. Mhm. Und 2-mal lag sie deshalb im Krankenhaus. Mhm. Und ich in meiner Doofheit habe es dann natürlich so hingedreht, als wenn es ein Unfall gewesen ist, dass sie halt nicht selber versucht hat. Wie hat sie es denn gemacht? Ja, einmal hat sie halt ein Messer genommen, hat sich die Pulsadern am Knie aufgeschnitten. Und einmal hat sie halt ein Messer genommen und sich am Hals rangesetzt. Ah. Und jedes Mal, wenn ich halt meine Sachen schon in der Hand hatte und gehen wollte. Unglaublich, unglaublich. Und das Kind war in der Wohnung, im Nebenzimmer irgendwo. Das war komischerweise jedes Mal bei einem Bekannten. Na gut, aber das Kind war, ist halt da. Ja. Hätte ich mittlerweile einen Zorn auf die Frau. Den habe ich auch. Ja, einen nicht mehr zu beschreibenden Zorn. Nur, ich kriege es nicht fertig, mich von der Frau zu trennen und gleichzeitig auch der anderen Frau halt zu sagen, was ich fühle. Ja, dieses, muss ich wahrscheinlich gar nicht fragen, ist ganz geheim zwischen dir und der Freundin deiner Frau. Das Verhältnis. Nein, die weiß das gar nicht. Also deine Frau weiß das nicht? Und die Freundin auch nicht. Wie bitte? Also ich habe nichts mit der Frau. Ach so, ich dachte, du hast eine richtige Affäre mit der Frau. Also bei mir geht es so weit, dass wenn ich mit meiner jetzigen Noch-Frau halt Sex habe, dass ich permanent mit meinem Kopf halt nur bei der anderen bin. Ach so. So. Aber kurze Zwischenfrage, wie kann man denn mit so einer Frau überhaupt noch Sex haben? Ich weiß es nicht. Die so etwas macht und dir so etwas angetan hat? Ich kann es nicht erklären. Hast du da überhaupt noch Bock drauf? Also ich sag mal, Bock auf Sex hat jeder. Ja gut, aber mit ihr, mit dieser Frau noch, da hast du Bock drauf? Nein, weil nicht auf diese Frau, aber ich stelle mir dann halt vor, es ist die andere. Und also du bist richtig, richtig verknallt, verliebt in diese Freundin, die weiß gar nichts davon, die ahnt gar nichts davon. Nein. Also ich habe schon mal so eine Andeutung hintenrum gemacht, aber irgendwie hat sie es wohl nicht verstanden oder will sie es nicht verstehen. Ist die auch in festen Händen? Ja, auch in einer Beziehung, die nicht so gut läuft. Weiß die Freundin,
von deiner Frau, wie schlecht eure Ehe ist? Ja. Auf wessen Seite steht sie? Wahrscheinlich auf der Seite von deiner Frau, oder? Nein. Nein. Genau im Gegenteil, sie steht auf meiner Seite. Ah ja. Weil ihr Freund genauso ist, kann man sagen, eigentlich wie meine Frau. Mhm. Habt ihr denn auch... Die beiden zusammentun, wäre ein perfektes Paar. Ja. Hast du denn mit ihr alleine auch schon mal gesprochen und so das Herz ausgeschüttet? Sehr oft. Sehr oft. Also wir sehr, sehr oft. Wir haben manchmal Nächte durch telefoniert oder ich war bei ihr. Ach so, dann ist ja doch schon eine Verbindung da, ne? Irgendwie eine Nähe ist schon da. Eine super Freundschaft besteht. Ja. Und also man kann mittlerweile sagen, es ist mehr meine Freundin als ihre Freundin. Mhm. Und warum wagst du dann nicht den einen Schritt noch weiter und signalisierst mal so ein bisschen, dass da noch mehr als Freundschaft ist? Ja, das habe ich schon. Wie gesagt, nur versteht sie es nicht oder will sie es nicht verstehen. Vielleicht hängt es auch mit ihrem Freund zusammen, weil er Ausländer ist. Und das heißt, du hast Angst, du vermutest, dass sie vielleicht Angst hat. Ja. Hast du es denn klar genug signalisiert, so meinte ich es gerade? Ja, ich habe auch also ihr schon Briefe geschrieben, wo es halt drinnen stand, was ich für sie fühle. Nur entweder, wenn ich sie darauf angesprochen habe, hieß es immer, er kam nicht an, er war nicht im Briefkasten. Ach so. Und ich glaube nicht, dass sie mich in den Punkt anlügen würde. Weißt du was, Kai? Ich finde aber, du musst erst diese andere Sache in Ordnung kriegen. Das heißt, klären zwischen dir und deiner Frau. Ja. Und dann diese Sache hier in Angriff wirklich nehmen. Ich finde, dass auf der Grundlage, dass du getrennt bist von deiner Frau, ist vielleicht ist es dann auch für deine Freundin, auch einfacher auf dich zuzugehen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, da ist aber auch noch das Problem, dass ich ganz große Angst habe vom Alleinesein. Mhm. Weil ich bin direkt damals vom Elternhaus direkt zu ihr hin. Gut, Kai, musst du lernen. Musst du durch. Müssen wir alle mal durch. Ist nicht schön, aber vielleicht dann auch nach einer gewissen Zeit ist es auch ganz okay. Da musst du jetzt auch ein bisschen ein Kerl sein. Also alles geht nicht. Mhm. Alles geht nicht. Es ist vielleicht schon viel, viel zu lang, wie du bei dieser Frau bist. Das mag wohl sein. Ja. Also das ist so jetzt wirklich mein Gedankengang, dass zuerst Trennung von der Frau, klare Verhältnisse schaffen. Da bist du ein freier Mann. Da musst du halt aushalten, dass du alleine in der Wohnung wohnst. Musst du halt durch. Gibt Schlimmeres, aber das wirst du schon schaffen. Ja, das ist schon richtig. Nur halt habe ich auch Angst davor, dass sie sich dann wirklich umbringt. Ja, aber das ist ja eine Sache, da dreht sich alles im Kreis. Mhm. Du kannst ja nicht dein Leben lang dich erpressen lassen von der Frau und bei ihr bleiben, nur weil du Angst hast, sie bringt sich dann wirklich um. Mhm. Diese Versuche, von denen du gerade gesprochen hast, waren die so, dass sie davon ausgehen musste, jemand findet sie? Nein. Also es hätte durchaus passieren können, dass sie wirklich... Das erste Mal musste ich halt die Badezimmertür aufbrechen. Aber sie wusste, dass du irgendwie in die Wohnung kommst? Ja, das beim ersten Mal und beim zweiten Mal war ich halt schon draußen. Ja. Und bin dann halt nur durch einen ganz blöden Zufall, weil ich persönlich mein Handy vergessen habe, noch einmal zurückgegangen. Mhm. Und da hatte sie sich auch eingesperrt, halt direkt was vor die Tür gestellt, so dass man nicht reinkommen konnte. Mhm. Und hat dann halt gemacht, so dass die Feuerwehr nachher durch das Fenster einsteigen musste. Du beschreibst sie jetzt wirklich als eine äußerst unsympathische und fast schon verrückte Person. Ja. Wäre sie zu bewegen, dass ihr zusammen zu einer Eheberatung geht? Nein. Nein. Habe ich schon selber vorgeschlagen, auch mit Trennung auf Zeit und mit Einzelberatung und Therapeuten, hat sie alles abgelehnt. So, dann musst du handeln. Dann würde ich dir empfehlen, dass du alleine zu einer solchen Beratung gehst, damit du nochmal von einem Fachmann also ein bisschen unterstützt wirst. Wir können uns ja hier nur ein paar Minuten unterhalten. Ja. Weil ich glaube, dass du dieses erstmal in Ordnung bringen musst für dein Leben. Und dann wird sich das andere schon irgendwie entwickeln. Oder da tut sich ein neues Problemfeld auf. Aber dieses ist erstmal das Allerwichtigste, finde ich, dass du da rauskommst. Mhm. Jetzt würde ich gerne, dass du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte redest. Wäre das okay? Ja. Ja, das ist die Anna und die wird dir auch noch eine Beratungsstelle in deiner Umgebung zeigen. Weil ich glaube, dass du auch so ein bisschen Hilfe brauchst, auch ein bisschen Beistand von jemandem. Mhm. Ja? Gut, Kai, dann legst du auf und wir rufen gleich wieder an. Okay. Alles Gute. Ja, mach weiter so. Tschüss, danke. Tschüss. Die Bianca ist hier, 19 Jahre. Ja, hallo. Hallo Bianca. Und, was ist los? Ja, mein Thema ist Angst. Angst? Ja. Inwiefern, vor was?
Ja, sobald es dunkel draußen ist. Immer? Ja, jede Nacht. Auch jetzt? Ja, also sobald ich allein in einer Wohnung bin und ja, ist ein bisschen doof, wenn mein Verlobter nachts auf Nachtschicht ist und... Also ihr wohnt zusammen? Ja, das seit dieses Jahr Januar. Und wenn unsere kleine Bianca alleine ist in der Nacht und es dunkel wird, hat sie Angst? Ja, also... Ich will mich nicht lustig übermachen. Ich frage es jetzt mal ganz ernst. Also es ist wirklich so, immer wenn es Nacht wird und du alleine in einem Raum oder in einer Wohnung bist, packen dich Ängste. Ja, also generell, sobald er also aus dem Haus draußen ist, gehe ich sofort in der Küche und nehme mein Küchenmesser, setze mich im Wohnzimmer hin mit meinem Kissen und meiner Decke und ja, und sobald ich ein Geräusch höre, stehe ich sofort mit dem Messer auf und gucke in jeden Raum und in der Couch, im Schrank. Aber das ist nur nachts. Am Tage ist es nicht so. Nee, da schlafe ich ja bis Nachmittag 5 Uhr oder so. Du schläfst bis Nachmittag 5 Uhr? Ja, weil ich ja erst morgens 7 Uhr ins Bett gehe. Warum gehst du morgens um 7 Uhr ins Bett? Ja, weil es dann hell ist. Ach so krass ist das mittlerweile. Ja, das ist seit Anfang des Jahres halt. Seitdem ich mit ihm zusammen wohne. Vorher hast du bei deinen Eltern noch gewohnt? Ja. Und wenn du da mal, kommt ja auch schon mal vor, wenn du da alleine in der Wohnung warst, war es okay? Da war ich ja nicht alleine, da waren ja immer meine kleinen Geschwister. Achso, da war immer Trubel, da war immer irgendwas los. Ja, da war immer was los. Mhm. Na gut, aber wenn du mal vielleicht alleine in den Keller gehen musstest oder so. Das geht nicht, das mache ich nicht. Machst du nicht? Ich gehe auch im Dunkeln alleine nicht raus. Wenn es dunkel draußen ist, gehe ich nicht raus im Haus. Ja, also so eine Grundveranlagung zur Angst war schon immer da. Ja, das war schon von klein auf an. Aber das ist ja nun wirklich auch verrückt. Dein Freund, dein Verlobter macht Nachtschicht. Ja. Immer. Ja, der ist Kurierfahrer. Ja, das heißt, er ist nicht da, er ist nicht zu Hause. Mm-mm. Und deine Angst ist so groß, dass du deshalb die ganze Nacht nicht schläfst? Ja. Dir die Nacht in die Ohren schlägst, Fernsehen guckst oder weiß ich, was du machst? Ja, ich sitze dann, und wenn ich einnicken sollte und ich von irgendwo ein Geräusch höre, vom Fernseher oder von Laminatboden oder so, stehe ich sofort mit dem Messer auf, gucke in jeden Schrank, gucke unter der Couch, gucke unter dem Bett, gucke unter den Decken. Das heißt, du kontrollierst in der Nacht mehrfach die Wohnung? Ja. Wie groß ist die Wohnung? 63,5 Quadratmeter. Ist ja nicht so groß? Ja, 3,5 Zimmer halt. Naja. Wie viel Mal kontrollierst du das in der Regel so in der Nacht? Ja, 4, 5, 6 Mal. 4, 5, 6 Mal. Wohnt ihr denn ebenerdig, parterre? Vierte Etage. Vierte Etage, das heißt, da kann also durch die Fenster keiner reinklettern? Ja, aber Balkon ist ja da. Da könnte jemand irgendwie sich rumhangeln, oder? Ja, jetzt momentan haben wir da ein Gittergerüst und jetzt bleibe ich erst recht nachts wach. Mhm. Und morgens, dann kommt dein Freund nach Hause und dann geht es wieder? Ja, dann geht das. Und was machst du? Bist du arbeitslos oder wie kannst du? Nee, ich arbeite Wochenende in kleiner Diskothek hier bei uns. Ja. Das mache ich dann freitags, samstags. Hast du den Eindruck, dass das noch schlimmer geworden ist in den letzten Wochen oder Monaten? Ja, seit ein paar Monaten doch. Noch also schlimmer. Am Anfang war das so, habe ich mich noch im Schlafzimmer hingelegt und habe mein Küchenmesser neben mir hingelegt. Und ja, jetzt ist das so schon seit ein paar Monaten, dass ich dann halt grundsätzlich nachts wach bleibe und mit dem Messer hier sitze. Ja, aber nochmal gefragt, ich habe gerade so lapidar gesagt, du guckst den Fernsehen oder so. Ja. Aber was machst du wirklich? Hängst du wirklich die ganze Nacht vor der Glotze? Ja, die ganze Nacht vor der Glotze oder ich schreibe irgendwas oder ich mal. Ist ja fürchterlich langweilig und auch einsam, ne? Ja, das ist es auf jeden Fall. Weil das Fernsehprogramm, weiß ich ja nur aus eigener Erfahrung, auch wenn ich nach Hause komme nachts, ist ja nicht das Dollste. Es gibt Wiederholungen, aber so doll ist es ja nicht. Ja, ist es auch nicht. Mhm. Ich glaube, wir sind immer die einzige Live-Sendung im ganzen deutschen Fernsehen nachts. Ja. Ja. Kannst du sagen, das konkret sagen, vor was du Angst hast? Sind es Einbrecher? Ja, wenn jemand kommt oder so. Generell, dass mir dann irgendwas passiert oder sowas. Mhm. Dass irgendjemand in der Wohnung reinkommt und... Gab es früher in der Kindheit mal so... Hast du da irgendwie sowas Übles mal erlebt, dass jemand eingebrochen ist bei euch in der Wohnung? Nein. Gar nicht? Nee. Überhaupt irgendwas Schlimmes mal erlebt in der Kindheit? Wo ich noch in der Grundschule war, da ist mir zwar öfters mal so ein Kerl hinterher gefahren mit einem Auto, aber ich war mal ganz schnell weg, da habe ich nie bekommen. Mhm. Das war das Einzige. Also, mir erscheint das so gravierend zu sein, Bianca, dass ich finde, dass du zu einer Beratung, zu einem Arzt, zu einem Psychologen musst. Hm. Finde ich. Das ist nicht zu spaßen und es ist auch nicht irgendwie mehr ein Tick oder eine Marotte. Wenn du wirklich jede Nacht auf bist, bis morgens um 7 und mit dem Messer durch die Wohnung läufst. Ja, weil ich Angst habe. Ja, ich nehme es ja ernst, ich glaube es ja auch. Dann ist das aber ein sehr ernstes Signal, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und da muss jetzt jemand dran, der davon Ahnung hat. Mhm. Finde ich. Wärst du dazu bereit? Ja. So,
dann wirst du jetzt erstmal gleich mit meiner Psychologin reden. Mhm. Und die wird dir dann noch weitere konkrete Tipps geben. Meine Psychologin heißt Anna heute Nacht. Mhm. Und du legst auf und die Anna ruft dich gleich an. Okay, kann danke. Ein paar Minuten dauern, ich glaube, sie ist gerade noch im Gespräch mit jemandem, aber sie ruft dich gleich noch an. Okay, danke schön. Du bist ja wach und du bist ja erreichbar. Ja, ich bin auf jeden Fall wach. Hellwach. Genau. Hoffentlich kriegen wir es irgendwie in den Griff, Bianca. Ja, hoffentlich. Tschüss. Okay, danke, tschüss. Claudio, 28 Jahre, guten Morgen. Hallo, Dan. Hallo, Claudio. Also ich, mein Thema ist, um es mal ein bisschen auszudrücken, Internetfalle. Mhm. Und zwar habe ich genau zu sagen, am 18.03.2000 habe ich eine Mail bekommen. Ich habe also meine damals, also das war eine Freundin von mir, die habe ich dann kennengelernt über das Internet, die kam aus Ostdeutschland. Mhm. Und die erste Zeit, die war eigentlich wunderschön, die möchte ich auch gar nicht missen. Und irgendwann mal hat sich dann so nach einem halben Jahr, würde ich sagen, hat sich dann so herausgegeben, hat mich oder mir selber aufgefallen, dass sie mich dermaßen so richtig betrügt und ausnutzt. Jetzt muss ich nochmal fragen, diese Mail von dieser Frau aus Ostdeutschland, wie kam die an deine Adresse? Wir haben uns die Adressen gegenseitig ausgetauscht. Wo? Weil wir uns kennenlernen wollten. Wo habt ihr euch die ausgetauscht? Also über eine E-Mail. Und wo? In dem Chat oder was? Nee, das war direkt, wir hatten E-Mail-Adressen. Ja? Von unten, also ich habe eine E-Mail, sie eine E-Mail-Adresse und dann haben wir uns so über eine E-Mail die Adressen ausgetauscht. Und dann habe ich sie kennengelernt. Nein, ich habe das immer nicht verstanden. Wo hast du sie kennengelernt, dass ihr diese Adressen habt austauschen können? Ach so, das war eben ein Yahoo-Chat. Ah, da haben wir es. Genau. Mhm. Und wir haben uns dann erstmal ganz lange einfach nur unterhalten und jeder hat von seinem Leben so erzählt. Ja. Weil ich bin nicht der Mensch, der eigentlich auf Menschen zugeht. Mhm. Und dann habe ich einfach das versucht über moderne Medien. Und sie hat am Anfang immer von Problemen zu Hause geredet. Ich meine, Mensch, ich höre gerne zu. Aber ich habe in dem Moment irgendwo das Warnsignal gehört. Also sie war immer drauf anspielen, von wem kennenlernen. Mhm. Und wir wollen es mal nicht so ausführlich machen. Du hast weit, weit ausgeholt. Ja. Im Jahre 2000 ist dieser erste Kontakt mit dieser Frau zustande gekommen. Genau. Und du hast gerade am Anfang gesagt, mein Thema ist Internetfalle. Ja. Das sagt mir, dass da was Übles raus entstanden ist. Was ist denn da Übles raus entstanden? Also es ist also so, ich habe sie 2001 nach Essen geholt, ja, sozusagen, und wir haben dann hier ein Jahr zusammen gelebt. Ach so. Sie hat auch ein Kind mit rübergebracht, 10 Jahre alt. Ja. Und wie gesagt, ich bin arbeiten gegangen, ganz normal, ich habe einen 10-Stunden-Job gehabt. Ja. Und dann bin ich, wie gesagt, eines Tages von der Arbeit nach Hause, da hat mich die Bank angerufen. Und die haben mir gesagt, dass auf meinem Konto halt mal wieder aufgefüllt werden können. Es fehlen Gelder. Also mein ganzer Lohn wäre weg. Mhm. Und ich konnte mir das einfach nicht erklären. Ich bin noch nicht direkt auf den Gedanken gekommen, dass es meine eigene Freundin ist. Ja. Hatte sie denn eine Vollmacht für das Konto? Nein, überhaupt nicht. War sie es? Sie war es. Wie viel Geld? Anfangs, was ich von wusste, 10.000 Euro. Ja. Und als sie dann wegging, das war letztes Jahr, hat sie mich ohne Grund einfach verlassen. Also da kam im Prinzip alles erstmal raus und dann waren es dann 20.500 Euro. 20.500 Euro? Ja. Die sie von deinem Konto runtergezogen hat? Ja, es war ein Sparbuch vorhanden. Mhm. Und wie gesagt, mein Lohn. Ich habe im Prinzip nur meine normale Miete, normale Kosten zu unterhalten gehabt. Und sie hat auch über das Internet eingekauft. Ja. Sprich Firmen, Webseiten, die es nur auf der Webseite gab. Aber jetzt muss ich mal fragen, wie ist sie denn A, an dein Konto gekommen, wenn sie keine Vollmacht hatte? B, wie ist sie an das Sparbuch gekommen? Ja, Vollmacht hatte sie selber geschrieben. Meine Unterschrift ist nicht schwer nachzumachen, weil ich eine Kinderschrift habe sozusagen. Urkundenfälschung also? Genau. Und ich habe das auch Ganze jetzt an die Kripo Essen weitergeleitet. Und wie hat sie das mit dem Sparbuch gemacht? War das so ein klassisches Sparbuch, wie man es kennt? Dass man so ein richtiges kleines Büchlein? Ja, ganz genau. Hast du es nicht gesichert gehabt, das Sparbuch? Es war schon gesichert, aber ich bin nebenher noch Musiker und das Sparbuch war nicht, man hätte drauf kommen können. Das Kennwort war Musik und... Ja, sehr, sehr einfallsreich. Ja. Mhm.
Und wie gesagt, hat sie dann das Geld alles mitgenommen und mich hier mit Kosten hinterlassen. Und die ist bis heute weg, die Frau? Ja. 20.000 Euro, über 20.000 Euro in den Wind? In den Wind. Und du hast jetzt Anzeige erstattet? Ich habe Anzeige erstattet, Strafanzeige bei der Kripo. Ja? Und das ist ein Problem, ich sehe daraus, es kann mir in dem Fall niemand helfen, weil die Kripo sagt, irgendwo sind sie selber schuld. Aber ja. von der anderen Seite hat sie aber eine Urkundfälschung gemacht. Eben. Und diese Strafe muss bestraft werden irgendwie. Ja, also und natürlich bist du selbst schuld, dass du sie in die Wohnung geholt hast und dass du einen privaten Kontakt aufgebaut hast. Aber bei diesen Geldsachen geht es ja um knallharte Fakten, denn sie hat Urkundenfälschung begangen, sie hat sich deines Kontos bedient und so weiter. Das kann man doch. Besteht denn die Möglichkeit überhaupt, oder wie weit, wann hast du die Anzeige erstattet? Das war 2 Monate, nachdem sie weg war erst. Ja, wie lange liegt das zurück? Das ist jetzt ein gutes Jahr. Ist das jetzt. Ach, ein gutes Jahr schon. Deshalb frage ich, hat die Polizei denn irgendwas rausgekriegt, wo sie ist, was sie macht? Wo sie ist, weiß man. Ich habe nicht sofort danach, weil meine Kurzschlussreaktion war danach, weil die haben meinen Lohn gefändet, die haben, ich habe die Arbeit verloren dadurch. Ja. Und ich wollte mir das Leben nehmen. Es gab keinen Ausweg. Es war eine Menge von Geld. Es waren Mietschulden waren da. Sie hat Kosten gedeckt. Sie hatte noch einen Wohnsitz noch im Osten gehabt. Gut, aber wenn man jetzt weiß, wo sie ist, dann kann man doch irgendwas unternehmen. Unternehmen die was? Die unternehmen was, aber die Ermittlungen, die dauern so lange. Und sie streitet alles ab. Sie sagt, ich hätte ja jetzt alles ermöglicht und es stimmt nicht. Es geht mittlerweile auch, ich gehe auch gegen die Bank, weil es war keine Vollmacht da und trotzdem haben die Geld rausgegeben. Ja, also alles ist wirklich richtig beschissen gelaufen, ne? Ja. Ja. Hast du dich denn jetzt finanziell so einigermaßen ein bisschen berappelt wieder oder ist es alles noch sehr heikel? Überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Ich bin mittlerweile, ich habe zwar eine Wohnung, habe ich noch, aber es läuft so und drüber. Ich ziehe demnächst wieder um. Ich wohne jetzt kurzfristig zurzeit bei meinen Eltern noch. Ja. Ich bin wieder zu Hause. Also nicht, dass ich eingezogen bin, aber ich kriege meine Geldkosten nicht in den Griff. Also, wenn man sowas erlebt hat, dann besteht doch wirklich die Gefahr, dass man Frauen gegenüber jetzt in dem Fall super kritisch ist demnächst, wenn du dich auf eine neue Beziehung einlassen würdest. Oder bist du da mittlerweile doch so cool und sagst, man kann nicht die eine mit der anderen vergleichen? Ich habe einfach Pech gehabt. Nein, also es ist schon so, man wünscht sich schon eine Beziehung irgendwie, aber man geht nicht so auf Frauen zu wie früher. Ja, ist klar. Also schon mit einer gewissen Vorsicht und... Aber man darf wirklich auch nicht falsch daraus lernen, falsch in dem Sinn, dass man jetzt alle Frauen über einen Kamm schert und sagt, ne? Das ist natürlich auch völlig bekloppt. Nein, ich bin aber sehr vorsichtig geworden. Mhm. Und dann hat sich, also ich bin der Meinung, seitdem das passiert ist, also es geht auch alles ziemlich bergab. Weil ich war schon mal kurz vor der Obdachlosigkeit und ich kann es nicht verhindern, es passiert einfach. Alles, was ich anfange, geht schief. Und selbst wenn ich es mache, geht es trotzdem noch schief, egal ob ich es möchte oder nicht. Ich kenne ja jetzt nicht die ganzen Einzelheiten, aber ich finde auch, dass 20.000 Euro eine verdammt hohe Summe ist, vor allen Dingen, wenn man nicht viel Geld hat. Aber 20.000 Euro ist auch kein Grund, sich das Leben zu nehmen. Wirklich nicht, Claudio. Also das ist es nicht wert. Ich will jetzt nicht zu vorschnell über dich urteilen. Du hast es angedeutet, dass da viele andere Probleme noch auch sind, aber das muss man sich immer wieder klar machen. Das ist jetzt richtig, richtig mies alles, aber sich das Leben zu nehmen, nee, nicht wegen 20.000 Euro. Ich meine, es sind noch viele Sachen in der Beziehung abgelaufen, die, wie ich gerade erwähnt, sie hat ein Kind mitgebracht und die Wut hat sie total auf einem Kind rausgelassen. Ja. Und ich habe das der Kripo auch gesagt, aber sie haben gesagt, das sind harte Anschuldigungen. Ich meine, es stimmt ja auch. Ja. Und aber die sagen, in erster Linie war es nicht mein eigenes Kind, aber... Gut, dass du es gesagt hast und hoffentlich kümmert sich dann irgendjemand darum, wenn die Polizei zumindest weiß, wo die Frau sich aufhält. Was kann ich dir wünschen? Also das Problem ist, ich weiß mittlerweile, ich habe ja auch Kollegen in Ostdeutschland aufgebaut, über sie so, und die haben gesagt, die hat wieder einen neuen Freund und die macht wieder die gleiche Masche.
Gut. Also, ich glaube, was aber vielleicht auch ganz wichtig ist, dass du gar nicht mehr so sehr hinter ihr her recherchierst. Die Anzeige läuft. Wichtig wäre, dass du zu deinem Recht kommst und dass du vielleicht ein bisschen Kohle zurückkriegst. Das wäre natürlich eine tolle Sache. Aber ansonsten, glaube ich, wäre es auch sehr klug, einfach loszulassen und sich mit all diesen ganzen negativen Dingen gar nicht mehr zu beschäftigen. Weil du musst jetzt nach vorne gucken, das ist dein Ding. Und nicht nach hinten. Das ist deine einzige Chance, auch wieder ein bisschen Lebensmut zu kriegen und optimistischer zu werden, perspektivisch. Ja, das ist immer schön gesagt. Ja, ich weiß. Aber man muss es ja zumindest sagen, auch wenn es wenn es schwierig ist. Dürfen wir dich auch gleich nochmal anrufen, Claudio? Ja, gerne. Ja, machen wir so. Also wir melden uns und ich von meiner Seite aus wünsche dir schon mal von Herzen alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Claudio. Tschüss. Michael, 24, guten Morgen. Ach, hallo Domian. Ja, hallo Michael. Du bist es. Ja, ich bin es, genau. Ja. Also, ja. Mein Thema ist, ich habe einen Zähl- und Rechentick. Aha, das höre ich ja immer sehr gerne, sowas. Ja, genau. Also, ihr habt vor der Sommerpause mal jemanden gehabt. Ja, genau. Der hat das auch erzählt, da ich dachte, Moment halt, das kennst du doch irgendwoher. Ein Zähl- und Rechentick. Genau. Beschreib dir mal bei dir, wie das bei dir abläuft. Ja, also wenn es mir langweilig ist und zum Beispiel ich gucke Fernsehen und warte, dass es 1 Uhr wird, damit ich Domian gucken kann, dann fange ich an, irgendwelche Dinge zu zählen. Hier in meinem Bild? Ja, oder auch. Was denn zum Beispiel? Also die Zahlen zum Beispiel, da ist eine Telefonnummer. Ja, ja gut, die sind ja schnell gezählt. Ja klar, die sind oder ich habe in meinem Zimmer Aufputzleitungen. Stromleitungen, da sind immer solche, wie nennt man es, so Krampen dran. Ja. Und die zähle ich dann. Ja. Und dann bin ich dann halt so lange beschäftigt. Aber die sind, auch schnell gezählt, diese Krampen oder wie immer man das nennen mag an der Leitung. Ja, ich finde irgendwie immer neue Sachen. Also zum Beispiel bei mir im Wohnzimmer habe ich so Holzdecken. Ja. Also so Platten. Ja. Und dann zähle ich erstmal die eine Platten durch. Das sind 8 Stück in einer Reihe. Ja. Dann geht es 11 runterwärts. Ja. Dann rechne ich aus, also das sind dann halt insgesamt 88 Platten. Ja. Genau. Und dann rechne ich aus die Ecken. Verstehe. Also eine Platte hat 4 Ecken. Das rechne ich dann mal. Da sitzt du da entspannt vor dem Fernseher, hörst dir vielleicht unsere Gespräche an und guckst dann an die Decke und zählst und rechnest und kommst dann irgendwann auf irgendeine riesige Zahl. Ja. Und dann, wenn du diese Zahl hast, was ist das ein Lustmoment für dich, eine Befriedigung? Nö, eigentlich nicht. Das ist nur Langeweile, also damit ich die Langeweile überwinden kann. Und wenn die Zahlen erreicht ist, dann wendest du dich einem anderen Objekt zu, genau, wo du zählen kannst. Und es geht immer so, dass du irgendwelche Sachen zählst und vielleicht dann multiplizierst. So? Ja, genau. Ja. Also ich habe eine lustige Geschichte, die habe ich auch vorhin schon erzählt. Ja. Ich war mit einem Arbeitskollegen im Kino und zwischen dem Hauptfilm und am Anfang halt, das ist immer die Werbung. Ja, leider. Und bei uns im Kino, genau, da sind so, auch so viereckige Platten und da sind Löcher drin, so kleine Lüftungslöcher. Ja. Und die habe ich dann angefangen zu zählen. Mhm. Also erstmal die eine Platte, mhm, dann habe ich gezählt, wie viele Platten das in einer Reihe sind. Mhm. Dann habe ich die Löcher mal genommen. Mhm. Dann habe ich die Platten, die runterwärts gesungen, gezählt. Ja. Das habe ich dann auch wieder mal genommen. Und dann sage ich auf einmal zu meinem Gesellen, pass mal auf, hast du gewusst, Gott, dass dann in der Decke 1200, keine Ahnung, Löcher sind? Aha. Und dann sagt er zu mir, spinnst du? Sagt er, warum machst du sowas? Ja. Sag ich, ja, ist Langeweile. Aha. Aber es hat auch komisch, weil es erst seit meiner Lehre angefangen hat. Ach so, das gibt's noch gar nicht so lange. Nee, seitdem ich 17 bin. Was machst denn du für einen Beruf? Ich bin Bäcker. Bäcker? Ja. Da gibt's ja dann während der Bäckerei, während des Backens, gibt es da nicht viel zu zählen. Ah, doch, eigentlich das Brötchen, doch. Brötchen kannst du zählen. Brötchen, Brote, wenn ich Kürbisse für Laden, dann muss ich erzählen, zum Beispiel 120 Schritten, 40 Wasser weg, keine Ahnung. Ja. Und dann fange ich das mich halt zählen. Und dadurch habe ich mir das irgendwie angeeignet. Ja, vielleicht, ja, das kann sein, dass das den Ursprung hat. Und das Komische ist ja auch noch, ich bin ja, na gut, sag mal so, ich bin kein Mathe-Genie. Ja. Also ich war noch nie gut in Mathe gewesen in der Schule und so. Und ja. Aber irgendwie macht es dir Spaß und es geht sehr in deine Freizeit rein. Ja, genau. Hast du eine Freundin? Nein. Nee. Hattest du? Wie?
Zurzeit nicht. Zurzeit nicht. Aber du hattest schon eine, während du diesen kleinen Tick hast. Ja. Zählst du auch, muss ich ja jetzt fragen, zählst du auch in intimen Momenten? Nee. Nee, dann bin ich ja beschäftigt. Hab ich ja keine Langeweile. Ja, könnte ja sein, dass du schön mit deiner Freundin zugange bist und aber hinten an der Wand irgendwas abzählst. Das, so krass ist es noch nicht. Nee, das habe ich noch nicht. Nee. Ist auch gut so. Aber ist es denn so, dass du das immer tust, wenn du so ein bisschen Freizeit hast oder wenn du über Auto fährst zum Beispiel, dass du beim Autofahren auch irgendwas zählst, was dir so auffällt? Nee, während der Autofahrt nicht, weil da konzentriere ich mich eher auf den Straßenverkehr und so. Das ist auch das möglich. Ist nicht. Ja. Nee, mhm. Aber ich bin jetzt zurzeit arbeitslos. Mhm. Dann habe ich ja noch einen Tick, ich mache sehr viel Sport, wenn ich arbeitslos bin. Ich mache dann 8 Stunden Sport am Stück. Ja. Und dann sitze ich ungefähr 4 Stunden auf dem Heimtrainer und fange irgendwas an zu zählen. Ja. Also noch alles so im normalen Bereich, ne? Ist noch, ja. ist noch okay so. Ja, also ich habe kein Problem damit. Nee. Aber also, ich glaube wirklich, ich habe es ja nur schon einige Male auch gehört hier in der Sendung, mal heftiger, mal weniger heftig, dass viele Leute irgendwie sowas haben. Ich selbst habe das nicht, aber wenn ihr das so erklärt, kann ich mir das auch so, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, dass man für Langeweile dann sowas macht, man guckt sich um und 1, 2, 3, 4, 5 und macht dieses und jenes. Ich kann es ein bisschen verstehen, ja. Ja, es gibt ja andere Leute, die was weiß ich, die hocken sich dann lieber vor der Tür und spielen dann sowas, um die Langeweile zu vertreiben und ich zähle halt. Ja. So Michael, die Leitung ist auch gleich wirklich am Ende, aber du hast das Wichtigste erzählt. Ja. Und dann wünsche ich dir, dass du wieder einen Job findest und bald wieder gute Brötchen backen wirst können. Das hoffe ich auch. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Und der Martin, 55 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Martin, jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit, aber wir werden es schon hinkriegen. Ja, macht ja nichts. Ja. Ich finde die ganze Tragik gut, dass ich überhaupt durchgekommen bin. Ja. Domian, ich habe noch einen kleinen Nachtrag von gestern. Ja. Wegen der Bauchgeschichte. Ja. Bei all dem Elend, was man da so gehört hat vorhin. Ich glaube, der Rudi war es, der ja auch noch. Habe ich da ganz was Lustiges. Ja. Und zwar durch einen Krankenhausaufenthalt vor einigen Jahren, der wegen einer Hodenentzündung war, bin ich dann also fürchterlich durchgecheckt worden. Ja. Und im Laufe dieser Untersuchungen hat man festgestellt, dass ich an chronischem Meteorismus leide. An chronischem Meteorismus? Meteorismus. Was ist das denn? Ja, ist eine chronische Blähsucht. Also von allem, was ich esse, trinke, oder von fast allem, sagen wir mal, könnte ich also pupsen. So. Wie, aber das hättest du doch vorher auch schon merken müssen. Ach, ne, irgendwie nicht. Also man hat ja immer wieder schon mal Blähungen und so weiter. Und dass er solche Ausmaße hat, aber hatte ich absolut keine Ahnung. Ja, und vielleicht, du kanntest gar nichts anderes. Du hast immer gepupst und wusstest gar nicht, dass das krankhaft ist. Also so wild habe ich das in keiner Weise empfunden. Ne? Ich fand das nur ganz einfach lustig. Das ist alles. Sag den Namen nochmal. Chronischer Meteorismus. Und was macht man gegen diesen Meteorismus? Ja, gar nichts. Gar nichts. Man pupst einfach. Einfach zusammenkneifen und durch. Ja. Und das wird wirklich ausgelöst durch alles, was man zu sich nimmt? Ja, also bei mir ja. Also wenn du ein Glas Wasser trinkst, kann das. Ja, übertrieben gesagt, vom Leitungswasser kriegt man oder von Sprudelwasser kann man kaum Blähungen kriegen, aber übertrieben gesagt, ja. Vom Leitungswasser kriege ich Blähungen. Ja. Aber ich habe die ganze Sache, also eben schlüssig ist also kein Leiden oder sonst irgendetwas. Ja. Ich wollte damit einfach nur sagen, dass man also auch mit Bauchkrankheiten auch durchaus was Lustiges erleben kann. Ja, und ich glaube, dieses Thema Blähungen und Pupsen und so gehört auch sehr zum Thema Bauch, ne? Naja, auf jeden Fall. Das stimmt auch, da hat gestern gar niemand dazu angerufen. Zumindest ist er nicht durchgekommen hier in die Sendung rein. Ja. Ja, ich ja auch nicht. Ich habe es ja gestern schon versucht. Ja, noch eine Frage. Als du das denn wusstest, dass du eine chronische Pupsucht hast, achtet man dann mehr drauf und ist ein bisschen vorsichtiger? Und ach, die erste Zeit natürlich. Aber ja. Ich habe da bei mir keinen großen Unterschied festgestellt. Und aber ich habe die ganze Sache, wie gesagt, also absolut im Griff. Also meine Umwelt, meine Mitmenschen müssen nicht unter meinen Pupsen leiden. Wie oft musst du denn am Tag pupsen? Das ist absolut total unterschiedlich. Manchmal 3, 4, 5 Mal, ja. Manchmal 1, 2 Tage kaum. Dann, ach so. Das ist also absolut unterschiedlich. Und das machst du ganz dezent, gehst dann raus oder auf die Toilette und dass das keiner mitkriegt? Ja, natürlich. Ah ja. Ich kann ja nicht hier meine Mitmenschen hier mit meinen Pupsorgien da in die Ohren zuknallen. Bist du verheiratet?
Nicht mehr. Nicht mehr, ja. Nicht mehr. Ja. Nee, und dazu auch noch ganz kurz zum Thema vorhin mit dem jungen Mann da, der per Videotext seine Liebe kennenlernen möchte am Montag. Ja. Ich habe das Ganze hinter mir und habe die Liebe kennengelernt. Sie wohnt rund 100 Kilometer von mir weg. Ja. Und wir werden wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, ganz bestimmt sogar im nächsten Jahr zusammenziehen. Ich liebe sie sehr. Perfekt. Beziehungsweise wir lieben uns sehr. Na super. Das ist eine schöne Geschichte noch oder ein Aspekt zum Schluss. Jetzt ist die Sendung vorbei, Martin. Ja, leider Gottes. Alles Gute. Schön, dass du durchgekommen bist noch. Und Gruß an dein Team. Mach weiter so. Dann jo. Tschö. Tschüss. In der Technik Gudrunhausen. Morgen wieder sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Freie Themen nach. Dann wünsche ich euch eine schöne Nacht. Tschüss.